Donuts werden eigentlich frittiert, aber für alle, die gerade nicht so viel Öl zu Hause haben, haha, oder einfach keinen Bock auf Pommesbudengeruch in der ganzen Hütte, habe ich hier eine Alternative aus dem Ofen. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Du machst einen süßen Hefeteig mit Milch, Ei und ordentlich Butter. Weil ihr mich oft fragt, ob 405er Mehl auch geht, habe ich das hier mal verwendet und ja, es geht natürlich. Wichtig ist nur, dass ihr richtig geduldig knetet, bis der Teig sich komplett von der Schüssel löst. Das hat bei mir echt gute 20 Minuten gedauert. Anfangs ist der echt klebrig, aber dann hast du einfach noch nicht lang genug geknetet und ich will da jetzt wirklich nichts mehr hören. Dann formst du Kugeln, stichst mit einem Stab ein Loch rein und schwingst sie so rum. Dann in Butter tunken, das simuliert die Fritteuse im Ofen und nachher noch mit Butter bestreichen. Anschließend nochmal etwas ruhen lassen, dann backen und nach Belieben verzieren oder glasieren.